Es wird angerichtet. Am Freitag startet der EC Visande mit einem Testspiel in der heimischen Eishalle gegen den Regionalligameister Weserstars Bremen in die Saison. Hinter den Hallenbetreibern Vitali Seitz und Eugen Walker liegen anstrengende Monate. Sie haben die Spielfläche der kleinen Arena auf das vom Niedersächsischen Eissportverband geforderte Mindestmaß von 56 x 26 Metern vergrößert. Jetzt kann endlich Eishockey gespielt werden. Die Vorfreude ist enorm. Endlich ist die Umbauphase fertig. Endlich weiß man, dass man alles zeitgerecht gemacht geschafft hat. Und wir freuen uns riesig auf die neue Saison. Die Erwartungen an die Mannschaft sind groß. Man hat es auch schon im vergangenen Jahr gesagt. Es sind viele erfahrene Spieler dabei. Die Jungs können alle Eishockey spielen. Mit was für Erwartungen in der Liga geht ihr jetzt an den Start? Erwartungen allgemein ist aktuell noch ein bisschen schwierig zu äußern. Wir haben noch nie an dieser Liga teilgenommen, wir haben noch nie am Ligaspielbetrieb teilgenommen, mit diesem Verein, mit dieser Mannschaft. Wir müssen abwarten, was die ersten Spiele mit sich bringen, wie sich unsere Jungs zeigen. Sergei Jaschen wird mit Sicherheit daran arbeiten, da, um die Mannschaft auf Vordermann zu bringen, fit zu machen. Die Zeit wird es zeigen. Die Vorbereitung ist ein bisschen schwierig verlaufen, weil ihr tatsächlich bis zur vergangenen Woche hier noch gearbeitet habt, das Eis jetzt hergestellt habt, vorbereitet habt. Wie hat sich die Mannschaft auf die Saison vorbereitet? Jeder für sich hat natürlich ein bisschen Fitness gemacht. Man hat es immer wieder von den Jungs gehört. Jaschen war da auch stark hinterher, dass sie mal ein bisschen laufen gehen, joggen, Klimmzüge. Jetzt die Vorbereitung auf dem Eis. Da haben wir leider noch nicht so viel dieses Jahr machen können. Zweimal sind wir in Bremerhaven gewesen. Einmal zu einem Testspiel. Jetzt steht heute eine Trainingseinheit bevor, morgen nochmal eine. Und dann bekommen die Jungs den Donnerstag einmal zum Auskurieren, bevor es Freitag dann losgeht. Nicht nur die Kufencracks sollen in der modernisierten Arena auflaufen. Auch Schulklassen haben dazu die Möglichkeit. Und das während des regulären Sportunterrichts, sagt Walker, der auf Anfragen von Bildungseinrichtungen aus der Region hofft. Ich denke, die Kids werden da sehr interessiert dran sein. Den Lehrern bereitet das eine Möglichkeit, den Schulsport nochmal anders zu gestalten. Und wir würden uns davon dann erhoffen, auch ein paar Nachwuchsspieler gewinnen zu können. Zunächst einmal sind die erfahrenen ECW-Akteure dran. Das Spiel am Freitag beginnt um 20 Uhr. Das Fanfest startet bereits um 17 Uhr, also 3 Stunden früher.